Also, was soll ich sagen? Das mit meinem Rahmen hat wunderbar geklappt. Die Tür ist jetzt drin. Das war ja mein angefertigter Rahmen, den ich mir hier gemacht habe, weil ich einfach zu geizig war. Die geht hier noch auf und zu, wie sie will. Ich muss nämlich hier noch allerhand einstellen. Da müssen dann noch eine weiße Kappe drauf. Hier kommt noch die Dichtung, damit es sich nicht anhört wie in einer Fabrik. Da kommt ja eine Schiebetür hin, die baue ich hier ein. Ja, hier haben wir verkleiden müssen wieder mit Rehgips. Hier haben wir uns das Profil gespart. Hier haben wir einfach auch noch die restlichen Platten dran gemacht, ins Wasser gestellt, so gut wie es ging. Jetzt kann ich heute hier den Rahmen einpassen. Und wichtig ist, dass erstmal alles drin ist. Wie ist das? Schreibt es mal in die Kommentare. Wenn ihr Sachen selber eingebaut habt, ist dann das Verhältnis anders da? Ja, also bei mir ist es in jedem Fall anders da. Hier habe ich jetzt gerade markiert, wo der Türgriff hin soll. Wir haben vom Spaltmaß alles dasselbe, das heißt, die gehen wunderbar zu. Und da sieht man auch gleich, dass man hier die Teile nicht drehen muss. Das heißt, ich muss hier clevererweise nicht immer die Tür ausbauen. Das hat jetzt die neue Tür vom Baumarkt natürlich nicht. Das sind einfach so Verblendungen. Und dann hier auf der Innenseite werden wir das noch schön verspachteln und streichen das dann auch weiß. Und zwar haben wir da hinten die Schiene, dann ist hier die Tür. Das wird dann ganz knapp da oben dran montiert. Und wir haben ja auch für oben so eine Blende, dass die Schiene hier dann drüber gelegt werden kann. Jetzt habe ich, wie gesagt, die Zarge hier drin, da drüben die Zarge, die Türen sind auch alle drin und jetzt kommen einfach nur noch die kleinen Einstellarbeiten. Absolut genial. Geht in den Baumarkt, holt euch gerade ein bisschen Schnittholz, messt einfach das Innenmaß, was ihr braucht und man sieht, die Tür passt hervorragend. So, der Tag ist vorbei. Jetzt habe ich hier diese äußere Verkleidung angebracht. Das gibt es im Castorama recht günstig. Das habe ich mit so einem Kleber angebracht einfach. An der Seite hier spritze ich auch Acryl rein und dann wird einfach drüber gestrichen. Ich hoffe, dass man es hier einigermaßen gut erkennen kann. Da haben wir ja hier alles mit diesen Rehgipsplatten etwas verkleinert. Hier ist jetzt nur noch ein Problem vorhanden, dass ich hier unten eine Führung reinmachen muss. Der Anschlag stimmt schon mal. Wir mussten hier unten etwas höher. Ist das Problem einfach, dass wir hier Schrauben mit Dübeln reinmachen mussten, auch mit diesen Abstandshaltern. Wer sich erinnert, hier habe ich gerade mit Schaum diese obere Rehgipsplatte dran geklebt. Das habe ich am Anfang gedacht, das hat jetzt keine großen Auswirkungen. Hier müssen ja die Schrauben rein für die Schiene, für die Schiebetür. Ihr habt ein Standardmaß. Wenn ich die da unten reingeschraubt hätte, hätte es nicht gehalten. Ein bisschen improvisieren. So eine kleine Rolle selbst zusammenbasteln bzw. bestellen und die einfach mit einer Führung hier unten in den Boden reinmachen. Dann hält einfach die ganze Schiene, nicht das komplette Gewicht. Wie gesagt, hier oben wird noch eine Verkleidung reingemacht und dann war es das. Die Tür konnte ich nicht ganz so gut einstellen hier. Der Türrahmen ist im Wasser. Not macht erfinderisch. Jetzt über die Corona-Zeit hat die Hanna hier was Schönes gebastelt. Da haben wir uns ein bisschen Sand vom Spielplatz um die Ecke geholt. Vorerst einen Türaufhalter. So sieht das Ganze aus. Dann hat jeder seine Privatsphäre. Die schließt auch ganz normal. Das ist jetzt hier von dem anderen Kinderzimmer aus. Und zwar heute der Großputz. Deswegen mache ich das Video. Da sieht es auch ein bisschen schöner aus. War es ja ein bisschen schwieriger hier. Das hat aber auch ganz gut geklappt. Da habe ich jetzt hier noch gespachtelt. Ein Haus, das man selbst renoviert und wo man selbst viel macht. Das hat auch kleine Ecken und Kanten und das macht auch charakteristisch dann einiges aus, weil man einfach weiß, wie man das ganze Ding gebaut hat. Muss ich ja in der kompletten, im kompletten Haus noch überall machen, hier an der Decke auch Acryl reinziehen. Hier ist es jetzt auch. Schließt wunderbar. Das macht halt schon viel aus. Wenn einfach eine Tür drin ist, Luftfeuchtigkeit, es geht nicht alles vom Badezimmer in die Kinderzimmer, weil man halt exakt lüften kann. Da habe ich auch schon vorgespachtelt und da wird noch gestrichen. Das waren jetzt somit das Projekt mitunter das Größte, hier jetzt die Tür noch reinzumachen. Und dann sage ich vielen Dank für die Aufmerksamkeit und dann eine schöne Zeit
die ihr auch zu Hause, egal wo, ob das in Deutschland oder in Polen ist, zu Hause verbringen müsst aufgrund der Umstände jetzt. Und dann sage ich bis zum nächsten Video. Bis dann und tschüss.